So, guten Morgen zusammen. Ich bin mal wieder mit der Maria unterwegs. Und zwar sind wir hier im schönen Berchtesgadener Land. Was haben wir heute vor? Die Watzmann-Überschreitung. Die. Genau. Jetzt geht es erstmal aufs Hocheck. Und zwar nicht über das Watzmannhaus, sondern über die Skitourenroute. So, also wie ihr hören könnt, es hat sauber durchgefroren. Es sollten relativ sichere Verhältnisse sein. Oben vielleicht ein bisschen kleinräumiger Triebschnee. Aber hier unten ist momentan die Lawinengefahr relativ gering, weil die Forststraße ist geräumt. Gerade hier raufgekommen. Es geht jetzt dann gleich hier weiter und über den Rücken da hoch zum Gipfel vom Hocheck. Da drüben seht ihr das Watzmannhaus in der Sonne und da drüben komplettes Blaueismassiv, Hochkalter. Prost. So, hier kommen wir jetzt rauf. Alles schön windverpresst. Brauchen wir schon eine ganz gute Gehtechnik. Ja, gemütlich Skitouren gehen ist was anderes. Hier oben sieht man schon schön die Windfahnen. So, jetzt haben wir es fast geschafft hier. Ist aber alles brutal abgeblasen. Gar nicht so einfach zum Gehen. So, jetzt hier die letzten Meter muss man ein bisschen tragen. Und da oben ist der Gipfel. So, ob man jetzt hier ein Klettersteigset mitnimmt oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. Yes. Sieht alles hier auch schlimmer aus, als es wirklich ist. Geht eigentlich alles ziemlich gut. So, da unten sieht man jetzt die Watzmann-Kinder so ein bisschen in den Wolken. Hier ist diese kleine Schlucht. Und es geht weiter an den Drahtseilen.
hier wahrscheinlich wirklich die ausgesetzte Stelle von dem Ganzen. Da unten kommt erstmal Abbruch, aber an sich auch nicht wild. Also 1 minus ist mit der Kletterei definitiv nicht untertrieben. Hier muss man schon so ein bisschen gescheit kraxeln und nicht einfach nur hochlatschen. Hier muss man auch richtig mit Überwächtung aufpassen. Das da vorne geht alles 1500, 2000 Meter runter.
Ja, man sieht es ja ganz gut. Da oben sind wir runtergekommen. Und dann immer links haben wir uns gehalten. Da kommen die Spuren wieder raus. Und dann hier einmal komplett die Rampe hoch und hier rum. Wie gesagt, hier Wächten muss man richtig aufpassen. Immer ganz nah an den Felsen laufen. So, hier die letzten Meter zum Gipfel. Gar nicht mal so wenig ausgesetzt. So, meine GoPro ist jetzt leider leer geworden. Also man kommt vom Gipfel am Grat Richtung Königssee runter und dann geht es hier am Grat entlang, da ein Stückchen runter und ab da kann man dann fahren.
So, wir sind jetzt hier in der Wimbach-Grieshütte und die Abfahrt war an ein, zwei Stellen ein bisschen tricky zu finden. Dafür ist definitiv ein GPS-Track sinnvoll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Fragen, die Kommentare benutzen. Falls ihr euch für Wandern mit Hunden interessiert, dann schaut definitiv mal bei ihrem Account Mountain Dogs vorbei. Auf Facebook, Instagram, was ihr wollt. Einfach mal nach Mountain Dogs suchen, dann werdet ihr mich schon finden.